Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. So, hier wird irgendwo oben links, oben rechts, irgendwo wird hier Werbung stehen, weil die Firma Technik, nee, Tech-In, die hat mich angeschrieben per Mail und die fragt, ob ich ihre Smart Plugs, also so ein Zweier-Set, mal testen möchte. Und da habe ich natürlich gesagt, na klar, weil smarte Steckdosen kann ich immer gut gebrauchen. Meine sind alle verbaut und ich brauche noch welche für Kinderzimmer, für Küche und Flur und hast du nicht gesehen. Und da habe ich gedacht, naja, kann man gut mal testen. Ich richte euch erstmal nach unten. Wir machen erstmal ein kleines, gemütliches Unboxing. Mein Akku ist auch bald leer. Und dann machen wir noch ein Hardware-Video. Da zeige ich euch, wie wir sie einrichten. Wenn es so wie bei den anderen ist. Oh, das ist aber süß. Da steht so ja auf dem Aufkleber Technik. Das finde ich cool. Das ist ein cooler Gimmick. Das gefällt mir. So. Smart Plug User Manual. Ja, also, ich denke mal, die brauchen wir nicht. Wir werden erstmal, also es gibt hier eine eigene App. Und die können wir dann irgendwie mit Alexa verbinden, so wie es aussieht. Ich werde aber vorher versuchen, ob es vielleicht in eine andere App mit reinpasst. Ja, die sind grau hier halten. Ist mal was anderes, weil ich kenne die sonst nur in weiß. Aber so ein braun-grau irgendwie erinnert mich an die alten DDR-Steckdosen teilweise. Also wartet mal, ich mache das Licht an. Dann seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Obwohl der vielleicht ein bisschen zu sehr glänzt. Hier haben wir sie. Hier ist dann der An- und Ausschaltknopf. An der Seite, sonst ist da nichts weiter. Da steht Technik. Wartet mal, seht ihr vielleicht nicht. So, seht ihr so vielleicht ein bisschen besser. Technik. Und hier hinten haben wir dann halt ein Haussymbol. Rohis, CE, Android, iOS. Ah, das finde ich gut. Das werden wir gleich testen, ob das noch funktioniert. Smart Plug Modell und dann steht da das Modell Wi-Fi 2,4 GHz, selbst so wie bei allen. Die haben selbst auf dem Gerät die QR-Codes für die App. Einmal für iOS und einmal für Android. Das finde ich geil. Weil wie oft kommt es auch mal vor, dass man halt mehrere hat, weil sie im Angebot waren oder Black Friday und dann hat man drei oder vier verschiedene geholt oder über mehrere Jahre verschiedene geholt. Nicht immer steht, wie hier jetzt, Technik, ein Name drauf. Und dann weiß man nicht, wo kommt denn das her? Und welche App ist dafür zuständig? Hier ganz einfach, wir haben einen QR-Code drauf. Finde ich gut. So, haben wir zwei Stück. Mehr ist da nicht drin. Und natürlich die Anleitung, die wir uns gleich dann mal zu Gemüte tun werden. So, das soll es jetzt auch soweit zum Unboxing gewesen sein. Kurzes Fazit, jetzt nur allein vom Optischen. Auf eine Art ist die Farbe gut gewählt. Fällt es nicht so schnell auf, wenn sie etwas dreckiger wird. Ja, und zum Beispiel eine Küche, wenn man sie öfters mal rin raus machen muss oder was weiß ich, vertauscht oder so. Oder Öldämpfe in der Küche. Auf der anderen Art, in weiß würde sie schon ein bisschen edler und schicker aussehen. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Also da müssen wir erstmal gucken. Wir werden sie jetzt im nächsten Video erstmal einrichten. Ich habe mir schon eine Steckdose hingemacht. Ihr werdet die ganze Zeit mit bei sein. Bis dahin, ich hoffe, hat euch gefallen. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Seid euer Odin.